Das Pfingstwochenende in Rothenburg stand wieder einmal ganz im Zeichen der Vogelfreien. Der mittelalterliche Tross machte auf dem Gelände des Heimathauses einen Zwischenhalt und errichtete ein Heerlager, Gewerke bauten ihre Stände auf und mythische Wesen trieben ihr Unwesen. Die Rothenburger Magistratin Hedda Braunsburger eröffnete am Sonntag offiziell das Spektakel. Und Jubel! Geborenen Damen, ihr edlen Ritter aus edlem Geschlecht, Gott zum Gruße, wertes Volk, Edelleute, Weiber, Bauern, Vaganten und Landsknechte. Es ist mir eine Freude, euch am Flusse der Wümmel und an der Rothenburg zu diesem Spektakulum zu sehen. Ihr holden Mägde, ihr rechtschaffenen Knechte und sonderbaren Gesellen, seid willkommen zu diesem Markte. Erlebet in diesem Jahre wieder Gelage bei gutem Essen und Wein und sehet, welche Waren hier feilgeboten werden. An dieser Stätte muss keine Kehle verdorren. Die Wirtsleute haben bestens vorgesorgt, um euch vor knurrenden Mägen zu bewahren. Köstliche Gaumenfreuden und gute Tropfen warten darauf, eure Zunge zu erfreuen. Spielmänner werden zum Tanze aufspielen und euer Ohr verzaubern. Gaukler werden euch mit Geschick und Verstand an der Nase herumführen, auf dass ihr euch vor Lachen den Wams halten werdet. Geschickte Finger beherrschen aus Stein und Holz, aus Silber und Horn, aus Leder oder Wolle wahre Kunstwerke zu schaffen. Es reicht! Du bist mir nur eingebeinet!